Okay, hier ein erstes Video zur Erklärung, wie man auf einer Webseite Informationen strukturieren kann. Und zwar fangen wir erstmal denkbar einfach an mit Tabellen. Das wird für viele erstmal sein, die sich mit HTML auskennen, wie kann man nur, weil einige meinen, CSS ist das Maß aller Dinge, aber darum geht es eigentlich gar nicht, sondern es geht darum, ein erstes Hilfsmittel an die Hand zu kriegen, und da wir nun mal gerade mit HTML angefangen haben, möchte ich euch diese schöne Strukturiermittel auch nicht vorenthalten. Und wir kommen dann aber später noch zu vielleicht etwas eleganteren oder manchmal auch sinnvolleren Methoden. Aber diese hier ist erstmal sehr einfach und ich möchte sie euch deswegen vorstellen. Ich habe hier diese schöne Tabelle erzeugt. Tabelle heißt, ich habe so rüber, also das ist meine erste Zelle, nennt sich das. Und das ist meine zweite Zelle. Und beide zusammen bilden die erste Zeile. Dann habe ich hier unten eine ganz schmale Zelle und hier noch eine schmale Zelle und die beiden zusammen bilden die zweite Zeile. Ich kann eine Tabelle aber auch so betrachten, dass ich sage, diese Zelle und diese Zelle zusammen bilden meine erste Spalte und diese Zelle zusammen mit dieser Zelle bilden die zweite Spalte. Okay, wie sieht das jetzt in HTML-Code aus? Die Tabelle ist total unschön und auch nicht wirklich sinnvoll. Es geht nur darum, euch erstmal einen ganz einfachen Tabellenstrukturcode vorzugeben. Und dann solltet ihr damit sicherlich ein bisschen rumprobieren. Also, so sieht das aus. Ich habe hier meinen Body und Tabelle, auf Englisch Table. Und damit man sie überhaupt sehen kann, habe ich hier die Border auf 1 gesetzt. Border auf 1 bedeutet hier dieser kleine Rand, der da außen rum ist. Weil sonst würdet ihr nur den Text oder das Bild, was da so drin ist, sehen. Und nicht die Tabelle, aber wir wollen hier gerade erkennen, wie diese Struktur zustande kommt. Okay, dann habe ich hier meine erste Zeile. Also, ich gucke jetzt auf diese beiden Zellen hier. Das macht meine erste Zeile aus. Und Zeile wird immer mit TR abgekürzt und eine Zelle mit TD. Ich habe hier also meine erste Zeile. Hier fängt sie an, TR, und hier hört sie auf. Und in meiner ersten Zeile habe ich zwei Zellen, die erste und die zweite. In der ersten Zelle ist hier dieses Bild drin. Erinnert ihr euch vielleicht aus dem ersten Video über Bilder einfügen? Da ist es. Das, in der ersten Zelle ist das Bild. Und in der zweiten Zelle der ersten Zeile steht, dies ist auch Text. Sehr sinnvoll, wie ihr schon erkennt. Aber hier seht ihr, erste Zeile, zweite Zelle, da steht der Text. So, da ich in der ersten Zeile nicht mehr Zellen habe, also nur zwei Spalten, wenn ihr so wollt, dann beende ich die erste Zeile wieder. Und dann kommt die zweite Zeile. Fängt wieder an mit TR, geht hier unten bis EndTR. Ich habe das hier ein bisschen anders hingeschrieben, ist vielleicht verwirrend, vielleicht sollte ich das anders machen. So, jetzt ist es schön einheitlich, steht das TD immer schön hinten am Ende. Also, zweite Zeile fängt hier oben an, beendet wird sie hier. Hier steht meine erste Zelle, da ist also ein Link angegeben, Home, und da wird sie wieder beendet. Und dann habe ich in der zweiten Zelle stehen, herzlich willkommen auf meiner Website. Hier ist der Link und in der zweiten Zelle, in der zweiten Zeile steht, herzlich willkommen auf meiner Webseite. Eigentlich ganz einfach. Nun sieht diese Tabelle aber auch noch nicht so schön aus. Und man kann hier jetzt eine ganze Menge Attribute einfügen, um diese Tabelle so zu gestalten, wie man sie haben möchte. Denn das Ziel, das ist ja hinterher, weshalb wir überhaupt Tabellen benutzen, ist Informationen auf der Seite festzuhalten. Denn ihr hattet ja euch beschwert, dass ihr sagt, okay, wenn ich meine Webseite gestalten möchte mit dem Text, die ihr bisher kanntet, ist der Text immer hier vorne links auf der Seite erschienen. Also wenn man das aus dem letzten Video nimmt, Hallo, wie geht's, hat mir da geschrieben, da hätte ich weiterschreiben können, fällt immer oben links in der Ecke an und geht dann so von oben nach unten. Wenn ich jetzt aber hier ein Bild hin platzieren möchte oder den Text mal hier rüber haben möchte, dann ist das so nicht einfach möglich. Und die Möglichkeit, die ich euch zeigen möchte, die erste einfache Möglichkeit, ist mit Tabellen. Weil ich könnte ja jetzt auch zum Beispiel diese Zelle einfach leer lassen und dann nur hier den Text hinschreiben. Und ich kann mir die Breite der Zelle bestimmen, dass ich sage, okay, diesen Text, den möchte ich jetzt ungefähr hier anfangen haben. Dann muss ich halt diese Zelle hier ein bisschen schmaler machen. Und so weiter. Also das müsst ihr euch dann so gestalten, wie ihr das gerne haben möchtet. Ihr müsst also da so ein bisschen mit rumspielen. Vielleicht brauche ich auch noch eine dritte Zelle, sodass ich das hin und her schieben kann.
Da gibt es eine ganze Menge mit zu testen. Das will ich euch jetzt hier alles nicht zeigen, aber ich zeige euch nochmal Möglichkeiten, wie ihr hier mit Attributen spielen könnt. Ihr könnt zum Beispiel der Table noch ein Attribut geben, wie breit sie überhaupt sein könnte. Breite ist Width. Und da kann ich jetzt zum Beispiel sagen, die soll über die gesamte Seite gehen, also 100%. Gucken, was sich verändert. So sah sie vorher aus, so sieht sie jetzt aus. Jetzt geht sie also über die ganze Browserbreite. Man kann nicht sagen, auch Height, also die Höhe soll 100% betragen, weil das Browserfenster ja immer nach unten noch weiter zu schieben ist. Und deswegen kann ich im Prinzip nur die Breite sagen und die Höhe ergibt sich aus dem, was ich in meinen Text reinschreibe. Okay, ich kann jetzt zum Beispiel auch hier, wenn ich jetzt sage, ich möchte in der ersten Zeile, die zweite Zelle, den Text möchte ich da nicht so mittendrin stehen haben, den möchte ich gleich hier oben dran stehen haben zum Beispiel. Dann kann ich sagen, ich bin also in der ersten Zeile hier in der zweiten Zelle. Wenn ich den oben stehen haben möchte, kann ich sagen, V-Align, es gibt Align, also die Ausrichtung in horizontaler Richtung und V-Align in vertikaler Richtung. Also V für vertikal, V-Align gleich. V-Align top. Gleich habe ich vergessen. So, V-Align gleich top, das heißt, ich möchte das vertikal gesehen nach oben gerückt haben. Jetzt steht der Text da oben. So, ich könnte natürlich auch Align Center sagen zum Beispiel. Es gibt Top, Bottom und Center, dann würde das hier, wenn ich sage Align, also nicht V-Align, sondern Align, dann würde das jetzt hier auftauchen. So, jetzt ist es ja noch ungerecht, dass ich sage, diese Zelle hier, die kriegt so viel Platz. Das Bild hier ist zum Beispiel ja gar nicht so breit. Ich kann eine Zelle nicht kleiner machen, als das Bild breit ist. Das geht nicht. Aber ich könnte ja zumindest die Zelle ein bisschen größer machen, sodass sie, was weiß ich, hier an das Bild rankommt. Das heißt, ich kann hier auch noch reinschreiben, okay, ich möchte hier eine Breite haben, Width von mindestens 50%. So, also eine Breite von 50% möchte ich hier haben. So, viel mehr werde ich nicht kriegen, weil das Bild hier einfach so groß ist. Und selbst wenn ich jetzt hier 80% eingebe, er kann das Bild ja nicht eindrücken und deswegen sagt er sich, geht nicht und macht es dann auch nicht. Was ihr hier beobachten solltet, ist, das ist wirklich eine Tabelle. Das heißt, wenn ich in dieser TD schreibe 50%, dann zieht die untere TD in der zweiten Zeile hier automatisch mit. Die wird jetzt nicht hier verschoben, sonst hätte ich auch keine wirkliche Tabelle mehr. Wenn ihr jetzt möchtet, dass ihr diesen Text zum Beispiel weiter hinten habt, das ist dann nicht so einfach, dann müsstet ihr hier in diese eine TD zum Beispiel, könnte man noch eine Untertabelle reinmachen. Das kann man ja beliebig verschachteln. Ich könnte auch in diese TD jetzt eine ganze Table reinschreiben. Ich könnte also zum Beispiel jetzt sagen, statt dies ist auch ein Tag, mache ich das mal raus. So, und jetzt mache ich da in die eine TD eine komplette Tabelle rein. So, Table. Moment, ich bereite das mal kurz vor. Okay, ich habe das eben vorbereitet. Ich habe also hier in diese TD, in die zweite aus der ersten Zeile, Moment, erste Zeile, erste TD, zweite TD, also zweite Zelle. Und da habe ich jetzt eine komplette Table reingepackt. Ich habe hier wieder die Border auf 1 gesetzt, damit ihr sie gleich sehen könnt. Jetzt habe ich hier nur eine Zeile, von da bis da. Und in der einen Zeile sind einfach zwei Zellen drin. Hallo und in der nächsten steht Du. Schauen wir uns das an. So sieht das dann aus. Ich habe praktisch in dieser TD nochmal eine eigene Tabelle drin. Und da kann ich mir natürlich das so strukturieren, wie ich das haben möchte. Okay, das ist jetzt vielleicht eine ganze Menge Input und wie gesagt, es gibt noch eine ganze Reihe mehr Strukturierungsmittel und da kann man nun drüber streiten, ob die anderen einfacher oder schwieriger sind. Da wir mit HTML angefangen haben, gebe ich euch das erstmal an die Hand und hoffe, dass es verständlich ist. Am besten, ihr nehmt euch diese Vorlage hier. Ich stelle euch die auch nochmal in den Blog rein
Und dann könnt ihr damit einfach rumspielen, mal verschiedene Attribute einbauen, mal hier oben in die Table die Width einbauen, in die TR oder in die einzelnen TDs, mal Powerline, mal Align reintun, mal verschiedene Width ausprobieren. Einfach mal ein bisschen rumspielen, die Tabellen mal verschachteln und euch dann Stück für Stück die Informationen auf eurem Bildschirm durch diese Tabellen genau dahin rücken, wo ihr sie haben möchtet. Am besten ist es, wenn man sich vorher eine kleine Zeichnung macht. Also wenn man jetzt sagt, Moment, ich mache mal weg. So, wenn man sich zum Beispiel sagt, okay, ich habe hier meine Webseite, jetzt möchte ich hier oben ein großes Willkommen und dann möchte ich hier ein bisschen Text haben und dann möchte ich hier ein Bild haben und hier ein Bild haben. So, und wie könnte jetzt meine Tabellenstruktur aussehen? Okay, dann habe ich also hier eine Tabelle. So, und jetzt habe ich hier zwei Spalten. Ja, und hier brauche ich jetzt auch noch zwei Zeilen. Die muss jetzt hier rüber gehen. Das ist schwierig. Geht aber, zeige ich euch gleich noch, habe ich vergessen. Gibt es noch ein nettes Attribut. Und so sollte das jetzt aussehen. Und wenn ihr euch vorher so eine Zeichnung macht, dann könnt ihr genau nach der Zeichnung dann anschließend eure Tabelle entwerfen. So, und einen Tipp gebe ich euch noch, wenn ihr jetzt so einen Fall habt, dass ihr hier eine Tabelle habt, in der ihr eigentlich zwei Zeilen habt. Also hier die erste Zeile, die soll so gehen. Und hier die zweite Zeile. Und hier die erste Spalte. Und hier die zweite Spalte. So ähnlich wie wir das auch hatten. Aber ihr möchtet jetzt, dass dieses Bild hier sich über beide Spalten sozusagen erstreckt. Also hier sehe ich das jetzt so aus, dass dieses Testbild nicht nur da oben ist, sondern praktisch das Home hier verschwindet und das Testbild über beide Spalten geht. Dann kann man das so machen. Ich gehe also hier in die erste Zeile. Da bin ich ja, Moment. Ich bin in der ersten Zeile, das Bild, und will es jetzt nur über beide Spalten erstrecken lassen. So, das heißt, ich nehme das hier raus. Und zwar möchte ich ja, diese zweite Spalte möchte ich haben, aber ich möchte im Prinzip dieses hier rausschmeißen. Das will ich nicht. So, da mir ja jetzt, wenn ich das so mache, dann fehlt mir hier irgendwas, dann rutscht das plötzlich hierher, das will ich ja gar nicht haben. Und hier erstellt das zwar da, aber eigentlich nicht so richtig, wie ich das haben will. Da ist ein Fehler. So, das heißt, ich muss ihm sagen, okay, dieses Teil hier, wo bin ich? Moment. Also dieses Bild, das sollst du bitte erstrecken über zwei Spalten. Und dieser Befehl, das über zwei Spalten zu erstrecken, heißt Colspan. So, also Col für Column, also für Spalte, Span für Aufspannen. Und zwar sollst du aufspannen über zwei Spalten hier. Gucken, ob das so funktioniert. Irgendwie noch nicht so. Moment. Ja, mein Gedankenfehler. Ich sage ihm, erstrecke dich über zwei Spalten. Das ist natürlich Nonsens, weil über zwei Spalten würde ja bedeuten, er soll in dieser Spalte sein und in dieser Spalte. Geht ja aber gar nicht, weil diese Spalte, weil diese Spalte ja schon belegt ist. Ich habe sie ja nicht weggenommen. Ich habe ja hier unten die Zeile weggenommen, sozusagen. Die erste Spalte der zweiten Zeile. Shit, durcheinander gekommen. Und das zweite, aber jetzt kennt ihr wenigstens schon beide Ausdrücke. Wenn ich über zwei Zeilen hinweggehen möchte, dann habe ich Row-Span. Row für Zeile, also spanne auf über zwei Zeilen. Ich hoffe, mein Fehler war jetzt nicht zu verwirrend. Vielleicht klärt es ja auch eher etwas. Ich möchte ja, dass mein Testbild über zwei Zeilen geht. Also diese Zeile hier und diese Zeile. Deswegen Row für Zeile, Row-Span, spanne über zwei Zeilen auf. So, und jetzt sollte es gehen. Oder auch nicht. Achso, Spalten. Ah, okay. So, jetzt spannt er also hier, da kann man schön sehen, hier sind die zwei Zeilen und hier ist jetzt alles in einer Zeile. So, und wenn ich möchte, dass das Testbild über zwei Spalten geht, also in dieser Spalte und in dieser Spalte und darunter noch eine ganze Zeile ist, dann hätte ich hier Colspan machen müssen. Okay. Zum Schluss noch ein paar Fragen zu diesem Video.
Diese Fragen zielen darauf ab, die wichtigsten Dinge aus dem Video nochmal zu hinterfragen. Diese solltest du nun anhand deiner Notizen beantworten können. Falls das nicht der Fall ist, die Fragen bitte aufschreiben, das Video erneut schauen und parallel dazu diese Fragen beantworten.